Joachim, blicken wir aufs Jahr 2022 zurück. Was ist gut gelaufen? Gut gelaufen ist, dass wir einigermaßen aus Corona rausgekommen sind, auch wenn es jetzt wieder aufkommt. Gut gelaufen ist, dass sich die Redaktion weiterentwickelt hat, dass wir immer näher an den Leser rücken mit unseren Themen, immer stärker in den Austausch gehen mit den Lesern, weil wir arbeiten ja nicht für Journalisten, sondern wir arbeiten ja für Leser. Gut gelaufen sind viele Themen, die wir hatten. Nennen wir mal beispielhaft die Wismar Connection oder dass wir bei EWE Anwalt der Bürger sind, der betroffenen Kunden. Drittes Thema ist sicherlich, dass wir versuchen, den Reichsbürgern, die es auch hier gibt, auf den Grund zu gehen und versuchen, demokratiefeindliche Netzwerke offen zu legen. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge, die aus meiner Sicht gut gelaufen sind. Also eigentlich macht die Redaktion aus meiner Sicht eine gute Entwicklung. Großes Thema war ja auch die Klimaserie. Warum liegt dir dieses Thema so am Herzen? Weil ich glaube, dass die Klimakrise, und ich würde auch nicht von Klimawandel reden, sondern wirklich von Klimakrise, ist ein Thema, was unsere Generation jetzt beschäftigt und wir spüren es erst ansatzweise. Aber die nächsten Generationen, für die wird das dermaßen Umwälzungen bedeuten, dass ich glaube, wir müssen relativ früh darüber informieren. Und ich meine auch informieren und nicht irgendwie Panik machen, sondern versuchen, die Leute auf den Kurs zu bringen, dass sie ihr Verhalten Schritt für Schritt ändern. Nicht eruptiv, es muss sich auch keiner mit Klebstoff an die Straße, auf die Straße kleben. Aber wir können so nicht weitermachen wie bisher. Und da soll die Klimaserie einfach Anhaltspunkte für die Leute geben, wo sie ihr Verhalten Schritt für Schritt ändern können. Was war schwierig in diesem Jahr? Naja, schwierig. Ich stehe immer noch unter dem Bann des russischen Überfalls auf die Ukraine, weil ich bin ja ein Kind der Nachkriegsgeneration, die sich sowas nie vorstellen konnten, dass es Krieg in unserer Nähe gibt. Und das Schicksal der Betroffenen, deren Häuser zusammengebombt werden, völlig willkürlich, ohne dass das irgendwas mit Kriegsführung zu tun hätte, das dauert mich extrem an. Auf der anderen Seite finde ich es großartig, wie solidarisch die Ostfriesen auch sind. Nehmen wir auch die Spendenaktion mit bisher fast 500.000 Euro, die wir da gesammelt haben. Aber dieses Thema Krieg, glaube ich, beschäftigt uns irgendwie Tag und Nacht in gewisser Weise. Also die Folgen des Krieges auch, ob das nun das Thema Energie ist oder ob das die steigende Inflation ist und all diese Dinge. Das ist eine Katastrophe für die Zivilisation und hat natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf einen Verlag wie den unseren, weil die Leute einfach weniger Geld haben inzwischen und sich natürlich auch überlegen müssen, worauf verzichten wir, damit wir warmes Essen und eine warme Bude haben im Winter. Und das betrifft uns als Zeitung natürlich sehr stark, auch wenn ich glaube, dass Information eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen ist, gibt es natürlich inzwischen viele Möglichkeiten, sich Informationen auch unentgeltlich zu beschaffen. Hast du einen Wunsch fürs nächste Jahr? Ja, anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe, wünsche ich mir natürlich, dass dieser Krieg möglichst bald endet und dass wir irgendwie mal auch in der ganzen Gesellschaft wieder in so einen Zustand kommen, der Ruhe, sich besinnen können, dass wir Prioritäten auch neu setzen können. Das ist so mein Wunsch für uns alle und mein Wunsch für die Redaktion ist, dass wir auf diesem Kurs auch der digitalen Transformation zügig weiterkommen und die Strukturen entsprechend verändern und auch in Zukunft die beste Zeitung für unsere Leser machen können.